Eine Französin à Berlin. Das musikalische Universum von Françoise Cactus. Ein Musikpodcast von Radio 1. Guten Abend. Hoffentlich habt ihr heute nicht zu viel gespachtelt. Mein Thema heute: das große Fressen. A double cheeseburger, onion rings, and a large orange drink, please. Did you get my order? Cheeseburger, onion rings, and a large orange drink. No, I want a cheeseburger, a double cheeseburger, onion rings, and a large orange drink. A cheeseburger. Ja, das große Fressen, La Grande Bouffe, ist ein Film aus den 70s, ein Film von Marco Ferreri, über eine Gruppe von Freunden, die entscheiden, Selbstmord zu machen, indem sie sich tot fressen. Ich habe den Film als Teenie gesehen und bin vollkommen entsetzt aus dem Kino gestürzt. Ich musste auch aus dem Kino flüchten, als ich Orange Mécanique, also Uhrwerk Orange, und auch Salo von Pasolini gesehen habe. Ich war damals eine ziemliche Zimperlise. Jetzt hören wir Weird Al Yankovic. Eat it! Fresh or canned, just eat it, eat it,
Weird Al Yankovic ist ein US-Musiker und Parodist und Radio-DJ. Als Schüler hatte er eine Kassette an Dr. Demento, der eine super Radiosendung hatte geschickt, und das war der Anfang seiner Karriere. Jetzt hören wir Detroit Grand Poobahs mit dem Stück Sandwiches. Come on, we can do it.
Detroit Grand Poobas. Na, aus welcher Stadt kommen die? Aus Detroit. Das ist ein Duo, Dr. Toe Finger und Paris the Black Foo. Und das Stück Sandwiches kam sogar in den Top 20 der US-Charts. Jetzt hören wir France Gall mit dem Stück Les Sucettes, die Lollis. Ja, mit 16 war France Gall bereits ein Star. Sie hatte nicht begriffen, sie war noch so jung, dass der Cochon, das alte Schwein Serge Gainsbourg, dieses Lied Les Sucettes doppeldeutig geschrieben hat. Das hatte eigentlich so sexuelle Konnotationen. Als sie später das begriffen hat, war sie ganz böse mit Serge. Aber bon, irgendwann versöhnten sie sich wieder und er schrieb noch weitere Lieder für sie. Jetzt hören wir Melanie, Animal Crackers. Won't starve anymore. Ha 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 ha.
a fatty for all of my life. But some people think that fatties are nice. Yeah. I love eating ice cream, chocolate, vanilla, and butter pecan. But I best love animal crackers, 'cause I love helping my fellow man. Yeah, I really do. Did you ever hear of Alice's Restaurant? I eat at Alice's Restaurant. Year after year, she makes an animal cracker pizza. And she gives animal crackers out free with the beer. Oh, let's give Alice a great big cheer. She knows the age of the animal cracker is here. Animal crackers are in this year. Ja, mit 5 hatte Melanie schon ihre erste Aufnahme gemacht und seitdem nimmt sie ständig neue Platten auf. Ich weiß nicht, wie viele Platten sie hat, aber eine ganze Menge. In 1969 ist sie auf dem Woodstock Festival aufgetreten und sie war die einzige Künstlerin, die nicht unter Drogen stand. Jetzt hören wir Serge Gainsbourg mit La Recette de l'amour fou. Das Rezept der leidenschaftlichen Liebe. La Recette de l'amour fou. Dans un boudoir, introduisez un cœur bien tendre. Sur canapé, laissez s'asseoir et se détendre. Versez une larme de Porto et puis mettez-vous au piano, jouez Chopin. Avec dédain, égrenez vos accords et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le second soir, faites revenir ce cœur bien tendre. Faites mijoter 3 bons quarts d'heure à vous attendre. Et s'il n'est pas encore parti, soyez-en sûr, c'est qu'il est cuit sans vous trahir. Laissez frémir, faites attendre encore. Et s'il s'endort, alors là, jetez-le dehors. Le lendemain, il ne tient qu'à vous d'être tendre. Tamisez toutes les lumières et sans attendre, jouez la farce du grand amour. Dites jamais, dites toujours et consommez sur le canapé. Mais après les transports, ah, s'il s'endort, alors là, foutez-le dehors. Gainsbourg war ein Spezialist de l'amour fou. Er war ziemlich hässlich, hatte jedoch immer wunderschöne Freundinnen. Jetzt hören wir April March, Sugar.
Ein ziemlich flotter Bassist bei April March. April March ist eine Sängerin und Songwriterin aus den USA. Meistens singt sie auf Französisch. Das tut sie gerne und sehr gut. Jetzt hören wir Nino Ferrer mit dem Stück Les Cornichons, die Gurken. Das Lied ist eine Aufzählung von allem, was man braucht für ein perfektes Picknick. Und natürlich dürfte man les Gurken, les Cornichons, nicht vergessen. De la moutarde, du pain du beurre, de petits oignons, des confitures et des œufs durs, des cornichons, des cornets bif et des biscottes, des macarons, un tire-bouchon, des petits beurres et de la bière, des cornichons. On n'avait rien oublié, c'est maman qui a tout fait, elle avait travaillé pour nous sans s'arrêter, pour préparer les paniers. Le poulet pas, la mayonnaise, le chocolat, les champignons, les ouvre-boîtes et les tomates, les cornichons. Les confitures et les cornichons, la moutarde et le beurre, la mayonnaise et les cornichons.
le poulet, la biscotte, les voitures et puis les cornichons. Die Sendung mit François Kock. Tschüss! Das sieht ja köstlich aus. François Kock. Tschüss! Herr Ober. François Kock. Tschüss! Auf Radio 1. Ei, ei. Ei, ei. Mein Thema heute: La Grande Bouffe, das große Fressen. Jetzt hören wir ein Lied, das uns eine interessante Kombination vorschlägt. Karamell et Brezel. Karamell und Brezeln von Stella. Stella. In den 60s schrieb sie Lieder mit ihrem Onkel. Also sie hat ihre Karriere mit 12 Jahren angefangen. Und später hat sie den Magma-Schlagzeuger Christian Wander geheiratet und tritt immer noch mit der Band Magma auf. Jetzt hören wir Hazel Hutchins mit No More Hot Dogs. Your head on my wall, just like I told you, baby. You can't talk no more, you can't eat no more hot dogs. I'm gonna put your head, I put it on my wall. Now, baby, don't you be afraid, cause you don't wanna eat, eat none today. I'm gonna put your head on my wall, and then you can't eat no more hot dogs. Oh, yeah. Come on, baby, don't you be late. I want your head, I want it tonight. Cut your head off a half past 8 and have it on my wall about a half past 10. Yeah, come on, baby, I want that head. Come on, baby, I want that head. I want your head to hang on my wall tonight. Now, honey, don't you be afraid, cause I'm gonna cut your head off about a half past 8. Just like I said, I'm gonna cut your head off. You can eat no more hot dogs.
großartig. Hazel Atkins, leider hat ihn ein Teenie im Jahre 2005 mit einem Quad überfahren. Hazel Atkins trat ganz allein auf der Bühne auf. Er spielte zugleich Gitarre, Drums und sang natürlich dazu. Der Typ war depressiv und hyperaktiv. Er hat 7000 eigene Lieder geschrieben. Seine Lieblingsthemen: Liebe, Polizei, Tod, Dekapitation, also Enthauptung, Hot Dogs, Aliens und Hühner. Jetzt hören wir Andre Williams mit dem Stück Bacon Fat. While I was down in Tennessee, all my friends was glad to see me. Seen some down by the railroad track, seen some cotton pickers with their sacks on their backs. They say, hey man, we're glad to see you back. We got a new dance they call Bacon Fat. It goes. Oh, have mercy. Help yourself, young. Then you go. Oh, but the chicken was never like this. Yeah. Oh, I feel like I wanna holler, but the town's too small. Have mercy. Now then I went down to see my local DJ. His name is Kane, he lives down Tennessee way. I said, hey man, what's this new kind of jump? Well, you wind up twice and then you end up with a bump. He said, dig daddy, this is a natural fact. It's a sweep in the south, that thing, the bacon fat. You go, oh, have mercy. Entertain the people, young'un. Oh, help yourself. Oh, have mercy. Oh, now play it good, now play it good. Yes, but the chicken was never like this. Have mercy. Have mercy, young man. Have mercy. Have mercy. Ja, ich habe gezögert, ob ich das Stück Greasy Chicken oder das Stück Bacon Fat aussuchen soll. Andre Williams war wegen Drogensucht immer arm, aber hat eigentlich sehr viele Lieder geschrieben, auch für Stevie Wonder, Ike Turner, Parliament, etc. Jetzt hören wir Johnny Burnett aus Memphis, Butterfingers. Butterfingers, 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 do what, do what, do what. Well, butterfingers had you, but I couldn't hold you. You just slipped through. Now I know what to do. Well, butterfingers, that's the only name for me for letting you go. Well, butterfingers, never did I realize that I loved you so. It's all my fault. Oh, well, I took your love for granted. I gave a little in return. And now that I'm without you, I'm gonna learn how tears can burn. Well, butterfingers, that's what everybody called me since I lost you.
Well, Butterfingers, Butterfingers had you, but I couldn't hold you. You just slipped through. Come back because I love you. Johnny Burnett gehörte der Band Rock'n'Roll Trio. Er war ein Boxer und alle Musiker, die beiden anderen genauso. Gute Boxer, die hatten alle den goldenen Handschuh. Jetzt hören wir Cordettes, eine amerikanische A Cappella Girl Group aus den 50s mit Lollipop. Lollipop von den Cordettes. Jetzt hören wir meine frühere Band, die Lolitas, mit dem Stück Kanel. Das bedeutet Zimt. Yeah.
Das waren die Lolitas und jetzt kommt Johnny Thunders und The Heartbreakers mit dem Stück Do You Love Me? Man wird sich wundern, was hat denn das mit Essen zu tun, aber da sagt er in dem Lied, I can do the twist like a mashed potato. Hör zu, Johnny Thunders and The Heartbreakers, Do You Love Me? I didn't like myself because of drugs and I took it out on the audience, but that's all changed now. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know I can really shut them down. But do you love me? Do you love me? I do you love me? Do you love me? And now that I could dance, watch me now, hey. Das war ein großartiger Gitarrist und Sänger, Johnny Thunders. Ich liebe den. Ich glaube, das ist der Typ, den ich am häufigsten live gesehen habe. Zuerst war er Gitarrist in der Band New York Dolls. Das war eigentlich die erste Punkband. Die Musiker sahen toll aus. Die waren geschminkt und sie trugen gern Frauenkleider. Dann spielte er in dieser Band, die wir jetzt gehört haben, die Heartbreakers. Und dann startete er eine Solo-Karriere, wo er romantische Songs sang. Johnny war ein verdammter Junkie und ist 1991 in einem Hotel in New Orleans gestorben. Jetzt hören wir Kraftwerk, die Ananas-Symphonie. Thank you.
Eine Französine à Berlin. Das musikalische Universum von Françoise Cactus. Ein Musikpodcast von Radio 1. Mein Thema heute, das große Fressen. Jetzt hören wir die Band Schubidu aus Dänemark mit dem Stück Killing mit Soft Eyes und Polser. Also Killing bedeutet Hühnchen und Soft Eyes kennt ihr ja. Und Polser heißt, das ist der Name dieser kleinen roten Würstchen, die es in den Hot Dogs gibt. Also der Song ist ein Killer. Schubidu, Killing mit Soft Eyes und Polser. Killing mit Soft Eyes und Polser. They are my favorite menu. Monta en Opel in Pulse grillens Freund. Og så en herlig hot dogs med brutale løg. To tykke og en kage, og godt med begge dele. Kylling og toftejs og pølser, det er min favorit menu. Kylling med softice og pølser. Kylling og softice og pølser. Kylling og softice og pølser. Kylling og softice og pølser. Und jetzt Wesley Willis aus Chicago. Wesley Willis hat 1000 Lieder komponiert. Er war schizophren und die Musik half ihm, die Stimmen in seinem Kopf verstummen zu lassen. Jetzt hören wir also Rock'n'Roll McDonald's. McDonald's is a place to rock. It is a restaurant where they buy food to eat. It is a good place to listen to the music. People flock here to get down to the rock music. Rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's. McDonald's will make you fat. They serve Big Macs, they serve quarter pounders, they will put pounds on you. Rock and roll McDonald's, rock and roll McDonald's, rock and roll. McDonald's hamburgers are the worst. They are worse than Burger King. A Big Mac has 26 grams of fat. A quarter pounder has 28 grams of fat. Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock and roll McDonald's! Rock over London, rock on Chicago. Wheaties, breakfast of champions. Also genug von McDonald's, von Polser, Hot Dogs. Jetzt kommt ein raffiniertes Rezept. Mein Rezept von Ente mit Orangen. Ente verfolgen, fangen, umnieten, Federn ausnehmen, abflemmen, die noch in der Haut steckenden Federkiele mit Pinzette herausziehen. Füße müssen auch ab, kann man als Voodoo-Kettenanhänger verwenden.
Orangenbaum schütteln, bis zwei Orangen runterfallen. Eine Orange schälen, die Schale der Orange fein hacken, das Orangenfleisch schnippeln und in den Bauch der Ente einführen. Ente zusammenbinden, mit geschmolzener Butter bepinseln und im Ofen braten. 40 Minuten pro Kilo. Indessen die gehackte Orangenschale 10 Minuten lang in kochendem Wasser blanchieren und abtropfen. Sie mit der Entenleber zerstampfen, 80 Gramm Curaçao ohne blauen Farbstoff, sonst wird die Soße grün, ins Ganze einrühren. 50 Gramm Butter plus 50 Gramm Mehl miteinander vermischen. In einer Kasserolle einen Deziliter Kalbsbouillon sowie einen Esslöffel Kalbsfond, Buttermehlmischung und Orangenleber zermampftes erhitzen, bis das Ganze kocht. Durch ein Tuch passieren. Die Orangenfüllung aus dem Bauch der gebratenen Ente rausnehmen. Die zweite Orange pellen. Die Ente auf eine mit Orangenschnitzen verzierte Platte legen und mit etwas Soße beträufeln, den Rest der Soße in einer Saucière reichen. Guten Appetit und adieu, Saturnin, so hieß die Ente. Und jetzt kommt Leo mit Banana Split. Ja, die wunderbare belgische Sängerin Leo war erst 16 Jahre alt, als sie dieses Stück Banana Split aufnahm. Jetzt hören wir B-52s mit Kiss Lorraine. The skies are charcoal gray. It's a dreary downtown day. But at the end of my 30-foot leash, little friend, Quiche, Quiche La Poodle is her name, and having a good time on a crummy day is our game. Quiche, Quiche Lorraine,
Das Lied der B-52 hätte besser in meiner Tiersendung gepasst. Denn Kish Loren ist eigentlich der Name ihres Hundes. Ein origineller Name. Sowas, als ob man in Deutschland seinen Hund Specktorte nennen würde. Jetzt hören wir ein Superhit. Daryl Hall and Joan Oates, Man Eater. Thank you.
Yeah, watch out. Jetzt kommt Stereo Total featuring Honey Truth aus Los Angeles, California. Hunger! Ich habe Hunger, denn du bist nicht mehr da. Hunger, denn du bist nicht mehr da. Ich habe Hunger, denn du bist nicht mehr da. Hunger, denn du bist nicht mehr da. Große Schokolade, Rumbaba, Pfirsichmelba, Stracciatella, Papayas, Luftschokolade, Ananas, Zuckerwatte. Ich habe Hunger, denn du bist nicht mehr da. Hunger, denn du bist nicht mehr da. Ich habe Hunger, denn du bist nicht mehr da. Hunger, denn du bist nicht mehr da. Nussbougat-Creme, Himbeeren, Birne Helene, Gummibären, Cookies, Brownies, Candies, Lollies, Ice Cream, Vanilla Dream. Ich habe Hunger, denn du bist nicht mehr da. Hunger, denn du bist nicht mehr da. Ich habe Hunger, denn du bist nicht mehr da. Ja, und jetzt hören wir Electrocute, ein Duo bestehend aus Mia, Österreich und Nicole, USA. Sie machen Electroclash. Die Band wurde 2002 in Berlin gegründet. Jetzt hören wir das Stück Fleisch. Fleisch. Am Morgen ich brate, am Abend ich koche Fleisch. Fleisch. Am Morgen ich brate, am Abend ich koche Fleisch. Ich koche das Fleisch. Die Finger ich schmecke, die Zunge ich fühle Fleisch. Fleisch. Die Finger ich schmecke, die Zunge ich fühle Fleisch.
Ja, yeah, really cute, electrocute. Jetzt eine weitere Frauenband, die Chicks on Speed mit einer Supercover-Version von B-52s Candy. Sendung mit François Kack. Tschüss! Das sieht ja köstlich aus. François Kack. Tschüss! Herr Ober. François Kack. Tschüss! Auf Radio 1. Ei, ei.
Das Thema heute, das große Fressen. Jetzt kommt eine japanische Band, The 5678. Eddie is a sweet candy. Super Rock'n'Roll aus Japan. Die Band The 5678 existiert schon seit Mitte der 80er und immer noch dabei sind die Sängerin und Gitarristin Roni Yoshiko Fujiyama und die Schlagzeugerin Sachiko Fuji. Sie sind beide Schwestern. Manchmal wechseln die Bassistin aus. Jetzt eine andere Frauenband aus dem Japan, Chibomato, Birthday Cake. Sweet. Yes, I'm cooking for my son and his wife. It's his 30th birthday. Pour dates into my bowl at the milk of 2 months ago. It's molding, mom, isn't it? I don't give a flying fuck, bro. Love.
Excellent. Extra sugar, extra salt, extra oil and energy. Extra sugar, extra salt, extra oil and energy. Share with it. Don't forget it. Share with it. You know my love is sweet. Share with it. Don't forget it. Share with it. You know my love is very sweet. Die Girls von Tchibo Matto sind vollkommen vom Essen besessen. Also Tchibo Matto, das bedeutet schon mal Crazy Food. Und dann haben sie eine ganze Platte aufgenommen, nur über Essen. Die Platte heißt Viva la Woman. Aber ich habe sowieso festgestellt, dass die Japaner sich sehr fürs Essen interessieren. In den Büchern wird ganz oft erzählt, was man isst und wie man das zubereitet. Zum Beispiel in den Büchern von Banana Yashimoto oder in dem Buch von Murakami, Mr. Aufziehvogel. Jetzt hören wir eine Punkrock-Band aus Berlin. Ist die Royce mit dem Stück Fleisch. Viele Tiere, viele Tiere. Viele Tiere, große Tiere. Vom ersten Mal, wenn er die Röhre. Und die Hosen, große Tiere. Royce, dann sind drei junge Jungs aus Berlin. Ihre Platte heißt Scheiße Gang mit den Superhits. Das ist Scheiße, Eltern Scheiße, Gehirn WC. Ihre erste Platte haben sie an einem einzigen Tag aufgenommen. 17 Lieder an einem einzigen Tag, inklusive Gesang und Solos. Ihr Vorrat für den Aufnahmetag, ein Kasten Bier, zwei Packungen Tzatziki und zwei Packungen Würstchen. So wird Musikgeschichte geschrieben. Und jetzt eine andere Punkband aus Hoyerswerda. Bisse! Bisse,
Das sind tolle Künstler und Musiker aus Hoyerswerda. Das Stück hieß Hunde Gelatine. Ihr Plattencover hat die Öffnung unten, sodass der ganze Inhalt ständig auf den Boden fällt. Toller Einfall, Jungs. Meine Lieblingslieder lauten Ich bin der schönste Mann in der Nervenheilanstalt und Ich möchte alt sein. Ja, wer möchte das nicht? Und jetzt hören wir Hank Williams mit Jambalaya. Jambalaya ist ein scharfes Gericht aus New Orleans. Ein Gericht mit Reis und Shrimps, Andouille, das ist scharfe Wurst, und Huhn oder auch Alligator. Ich scherze nicht, ich habe selber auch mal ein Alligator-Sandwich dort gegessen. Das ist also Cajun Food von Hank Williams, Jambalaya. Goodbye, Joe, me gotta go, me oh my oh. Me gotta go, pull the Piro down the bayou. My Yvonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Doors, the fountain knows the place is buzzing. Kinfolk come to see Yvonne by the dozen. Dress in style and go hog wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, a crawfish pie, and a filet gumbo. Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay, oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Ein wunderbarer Sänger, Hank Williams. Er war Analphabet und musste seine neuen Lyrics sofort auswendig lernen. Nichts mit Pumpzetteln auf der Bühne. Er hatte Radioshows und war sehr beliebt. Geliebt und doch gefeuert, denn er war zu unzuverlässig. Er hat nämlich viel zu viel getrunken und wurde später auch noch morphiumsüchtig. Er wurde nur 25 Jahre alt. Wie schade. Jetzt kommt Nina Simone. I want some sugar in my bowl. I want a little sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul. I could stand some loving, oh so bad. I feel so funny, I feel so sad. I want a little steam on my clothes.
up so they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I need some sherb in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. So they'll go. What's the matter, Daddy? Come on, save my soul. I want some sugar in my bowl. I ain't fooling. I want some sugar in my bowl. Nina Simone war eine großartige Sängerin und Pianistin, Superwoman, Aktivistin in der Civil Rights Bewegung gegen Segregation und sehr temperamentvoll. Sie hat mal versucht, den Boss ihrer Plattenfirma zu erschießen, weil er nicht korrekt abgerechnet hatte. Sie sagte dann, I wanted to kill him, but I missed him. Jetzt hören wir eine Band aus den Philippinen, Bing Austria and the Flippin' Soul Stoppers mit dem Stück Peace Ball. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass Peaceball eigentlich Fischpeace bedeutet. Gut, diese Band Bing Austria and the Flippin' Soul Stompers kommt also aus Manila und sie haben sich für diese spezielle Platte Rosas Epectos mit dem Dichter Kevin de la Cruz zusammengetan und
ihre Stücke, die ursprünglich fröhlich und romantisch waren, bekamen neue Lyrics von Coven, die ein bisschen gefährlich klingen. Zum Beispiel, dieses Stück Peaceball hieß vorher Peaceful und jetzt heißt es Fischspieß. Das ist die Story von einem Typen, der seine Augen aufspießen möchte, um das ganze Elend der Welt nicht mehr zu sehen. Mon Dieu. Ja, diese ganzen Songs haben mir totalen Hunger gegeben. Deswegen muss ich mich jetzt verabschieden. Au revoir, ihr Lieben. Ich gehe ins Restaurant. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören noch voneinander. Can. Mushroom.
Eine Französin à Berlin, das musikalische Universum von Françoise Cactus. Ein Musikpodcast von Radio 1.